Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier. Die Konferenz vom fünften Spieltag aus der Premier League. Wir haben fünf Partien dabei, wir sehen sie gerade und wir gehen ins erste Stadion. Wir gehen nach London und zwar zu Chelsea. Guten Tag hier aus London. Chelsea spielt hier zu Hause gegen den FC Southampton und Chelsea ist natürlich dadurch Favorit. Southampton wird sich erstmal hinten reinstellen wahrscheinlich, aber am Ende erzählt natürlich nur das Ergebnis. Hier ist mal die Aufstellung durch. Chelsea spielt in einem 4-2-3-1. Kepa hinten im Tor, dann haben wir Zuma in der Innenverteidigung, Kante, Jorginho im defensiven Mittelfeld, im offensiven Havertz, Lucas, Cheek und Mount. Vorne Timo Werner als einzige Spitze. Das heißt, wir haben schon mal die zwei deutschen Neuzugänge dabei. Auf der anderen Seite bei Southampton spielen diese Elf. Und zwar McCarthy, dann haben wir Viererkette. Vierer Mittelfeld mit Ward-Prowse, Romoy, Redmond und vorne Ings und Long. Ja, das waren also die 22 Akteure. Wir gehen ins nächste Stadion. Wir gehen nach Leicester City, wo die hier ihren Favoritenstatus natürlich gerechtfertigt werden sollen. Guten Tag hier aus Leicester. Hier spielt Leicester City gegen Aston Villa. Aston Villa, die Überraschungsmannschaft am letzten Spieltag, die haben ja mal kurz Liverpool 7-2 weggehauen zu Hause. Schaffen sie heute auch was? Jamie Vardy versucht es natürlich zu verhindern. Die Heimmannschaft ist hier Favorit. Und jetzt gucken wir uns mal die 22 Akteure an. Wir fangen mit seiner Mannschaft an, von Leicester City. Und die sieht wie folgt aus. Da haben wir im Tor Schmeichel natürlich. Dann vier Abwehrkette mit Soyuncu und Evans in der Innenverteidigung. Dann Thielemans, Didi und Madison im Mittelfeld und im offensiven Mittelfeld Sturm Perez, Vardy und Barnes. Auf der anderen Seite haben wir bei Aston Villa ein 4-3-3 auch mit Martinez. Dann Mings in der Innenverteidigung, McGinn, Lewis im Mittelfeld, Trezeguet, Watkins und Grealish im Sturm. Und das nächste Stadion ruft, wir gehen nach Newcastle. Guten Tag aus Newcastle. Newcastle spielt heute gegen Manchester United. Und da haben wir also ein Favorit. Er zum Beispiel hier, Bruno Fernandes, spielt auch bei dieser Mannschaft mit und bei Manchester United. Bruno Fernandes, Top-Transfer im letzten, ich glaube, der kam im Winter, ne? Ja, letzten Winter. Hat richtig eingeschlagen bei Solskjaer und der soll heute auch wieder was neben den anderen, die wir jetzt schon gerade eben sehen, es richten, hier den Sieg einzufahren. Und wir werden sehen, ob es klappt. Wir gucken uns jetzt mal die Aufstellung an. Fangen natürlich mit Newcastle an. Die spielen wie folgt. ...5-4-1 haben sie. Fünfer Abwehrkette mit Scheer in der Innenverteidigung, dann Almiron, Hendricks, Schäffler und St. Maximin. Wilson vorne allein im Sturm, der kam ja aus Bournemouth. Super Verstärkung, finde ich. In Bournemouth war der viel zu gut, sozusagen. Und die Gäste spielen in 4-2-3-1. Natürlich mit Pogba und Matic in der Innenverteidigung, im Offensiven Greenwood, Fernandes und Rashford und im Sturm Martial. Vorletztes Stadion, wir gehen nach Sheffield. Guten Tag hier aus Sheffield. Sheffield spielt gegen Fulham. Aufsteiger Fulham ist ja gar nicht so gut in die Saison gestartet. Mit, ich glaube, 0 Punkten. Und das versuchen sie natürlich heute zu ändern. Sheffield weiß, was sie zu Hause können. Vor allem mit dieser Ausstellung hier.
Ramsdale im Kasten, dann 5er Abwehrkette mit diesen Herrschaften Lundström, Norwood und Fleck im Mittelfeld und Bernie McGoldrick im Sturm. Da hat sich nicht so viel geändert in der Ausstellung zum letzten Jahr. Sie haben ja auch letztes Jahr, waren sie ja nie wirklich im Abstiegskampf dabei. Eher so um die europäischen Plätze. Und das als Neuaufsteiger nicht schlecht. So, Fulham spielt mit Areola. Dann haben wir eine 4er Abwehrkette mit Hector, den kennen wir auch noch aus der Bundesliga. 2 im Mittelfeld, dann Ribona, Onoma und Mitrovic vorne im Sturm. Bisschen was geändert hier nach der letzten Zeit in der Premier League. Letztes Stadion, West Bromwich ruft. Thank you, enjoy the game. Und hier haben wir also West Bromwich zu Gast gegen FC Burnley. Burnley und West Bromwich, ich würde sagen, die sind relativ auf Augenhöhe. Ein Spieler haben wir im Fokus. Robinson hat im letzten Spiel die 2 Tore gemacht von West Bromwich. Wird er heute auch wieder treffen. Wir werden sehen. Da sehen wir den großen jungen Spieler der Heimmannschaft. Und dann gucken wir uns mal seine kompletten Teamkollegen an. West Bromwich startet nämlich so. 5-4-1 haben wir. Bartley in der Innenverteidigung neben Oshie, Pereira, Livermore und Robinson vorne alleine in der Sturmspitze. Davor haben wir Burnley mit Pope. Dann 4er-Abwehrkette Mieden mit Taylor, Brownhill, Westwood, Cork, McNeil. Und vor dem Sturm Wood und Barnes. So, jetzt gucken wir mal, wo es als erstes losgeht in der Konferenz. Viel Spaß dabei, die Übersicht. Und dann starten wir los. Es geht in Sheffield los, würde ich sagen. Wir gehen nach Sheffield. Ja, guten Tag hier aus Sheffield. Sheffield also gegen Fulham. Eine Partie. Jo, Sheffield ist ja schon der Favorit der kleine Favorit, sagen wir es mal so. Und da versuchen sie auch gleich mal anzugreifen. Aber Fulham kommt jetzt mal. Die ja in komplett gelb spielen. Von rechts nach links. Ja, aber geklärt und wir wechseln Stadion. Wir gehen nach West Bromwich. Hier in West Bromwich spielt der Gast gerade hinten rum und macht einen Fehlpass auf. Ah, okay, erstmal wieder geklärt. Livermore. Wird es was? Nein, wird nix. Also, es ist ein richtiges zerfahrenes Spiel. Hier die Anfangsphase. Nur Fehlpässe eigentlich. Jetzt könnte mal gefährlich werden mit Wood. Aber der wird abgeblockt. Und West Bromwich kann sich erstmal wieder orientieren. Das dauert auch ein bisschen zu lang. Und deswegen wechseln wir das Stadion. Wir gehen nach Newcastle zu Manchester auch. Ja, und der Favorit in Rot hat hier gleich mal gezeigt, was Sache ist. Sie drücken ohne Ende in den ersten 15 Minuten. Aber kommen noch nicht durch die letzte Abwehrreihe Richtung Tor. Martic, da ist Martial. Und jetzt könnte was passieren. Rashford und wieder einer dazwischen. Genau das meine ich. Sind brandgefährlich, aber der letzte Pass, so, das funktioniert noch nicht. Almiron, Hendrik, Wilson, der ist schnell. Kein Abseits, wie es aussieht. Wilson in der Mitte ist jemand, aber da ist Lindelöf. Und der klärt zur Ecke. Super Aktion hier von den Heimmannschaftsspielern. Wilson. Da hat er echt mal Platz gehabt, hätte auch mehr machen können, hätte vielleicht selber schießen müssen können. Jetzt gibt es erstmal eine Ecke für die Heimmannschaft. Shelvey bringt sie rein. Und Pogba klärt. Und wir klären auch, nämlich das Stadion. Wir gehen nach Leicester City. Ja, da kommt gerade Madison. Madison im 16er, aber das war kein Foul.
obwohl die Fans gerne was sehen würden hier an Elfmeter. Sie bleiben aber drin. Leicester spielt ja in komplett blau von links nach rechts. Da ist Barnes. Aber den kriegt er nicht mehr. Und jetzt somit erstmal einen Einwurf für Aston Villa. Aston Villa hat Angst, habe ich so das Gefühl. Sie spielen nicht so breit, befreit auf wie gegen Liverpool. Trezeguet jetzt mal über die rechte Seite. Trezeguet müsste mal langsam flanken. Trezeguet, die Flanke kommt, da hinten ist keiner. Doch jetzt nochmal Tor in Sheffield. Ja, wir kommen, wir gehen rüber. Da ist das 1-0 für den Aufsteiger Fulham. 22. Minute, Onomar macht es, der Mittelfeldspieler, da sehen wir es. Da hat er einfach plötzlich zu viel Platz, keiner ist bei ihm. Und dann schiebt er ein, ganz locker, das Tor hier. Ja, Egan hätte da, hat ihn komplett aus dem Augen, aus dem Blickfeld verloren. Und somit muss er sich auch ärgern. Es steht 1-0 für die Gäste. Und das ist doch mal ein schönes Zeichen, dass sie doch noch irgendwie vielleicht punkten können. Die Aufsteiger in der Premier League haben sowieso eigentlich immer schwer voranzukommen. Das ist das Problem. Aber jetzt können wir sehen, das ist Tor in Bromwich. Ja, da gehen wir doch mal rüber. Wir kommen wieder mal wieder hierher irgendwann. Da ist das 1-0 für die Gäste. Burnley führt durch Wood mit 1-0. Und so ist es entstanden. Über die linke Seite kommt die Flanke rein und Wood hat ein bisschen Glück. Im zweiten Anlauf schiebt er ihn rein. Erste Parade war super noch vom Torwart. Aber dann kann er nichts mehr machen gegen den Nachschuss und Wood macht hier also das Führungstor. 1-0 und wir wechseln zu Chelsea nach London, wo es noch 0-0 steht. Ja, und Cheek. Luftes Cheek auf Havertz. Ne, Mount, sorry. Mount 24 Minuten durch, immer noch nichts los, wirklich. Jorginho, Cheek, Jorginho, Mount. Alonso, da ist Kanté, da ist Werner. Werner. Oh, super, und fast. Ah, okay. Er hat ihn. Ich dachte schon, fast wird es ein Eigentor oder Kanté kommt durch, aber alles sicher. Und geklärt. So, jetzt kommt mal Ings. Super Flankenwechsel. Kriegt er noch? Nein, kriegt er leider nicht mehr. Southampton spielt gut mit. Hat keine Angst. Und hier passiert erstmal nichts mehr. Wir gehen nach Leicester wieder zurück. Ich habe gehört, da soll was passieren. Ja, sie greifen nämlich an. Barnes ist im 16er, aber kommt doch nicht durch. 30 Minuten durch. Leicester City hat doch keine Ecke. Ich sah gerade eben so aus, aber dann doch nicht mehr. Und Martinez kann den Abschluss ausführen. Immer noch 0-0. Aston Villa hält jetzt gut dagegen. Sie wollen daran anknüpfen, was sie gegen Liverpool erreicht haben. Weil wenn sie mich hier auch noch gewinnen, dann haben sie zwei große geschlagen. 6 Punkte mitgenommen, die sie vielleicht nicht in der Saison mit eingerechnet haben. Das wäre für Aston Villa wichtig. Und jetzt kommen sie mit Watkins, Grealish, der super letzte Saison gespielt hat. Kommt die Saison noch nicht gut rein, irgendwie. Grealish kommt aber nicht dran. Schade. Wäre nochmal vielleicht gewesen, gefährlich gewesen. Da ist Vardy. Von Vardy noch nicht viel zu sehen. 11 Meter in Newcastle. Ja, wir kommen. Wir gehen rüber. Es wird noch geprüft. Gibt es wirklich einen Elfmeter für Manchester United in der 35. Minute? Das Stadion ist sehr still. Alle warten. Alle Newcastle-Fans warten natürlich hier auf die Antwort. Und was passiert? Da sehen wir es nochmal. Ah ne, Newcastle kriegt den Elfmeter. Sorry, Newcastle kriegt den Elfmeter. Da sehen wir es nochmal. Der Gea war, er war unten dran, aber ist nicht gefallen. Ja, es gibt auf jeden Fall, doch, es gibt doch
Ja, also es gibt doch Elfmeter für Manchester United. Verwirrung pur. Das dauert doch alles viel zu lang. Fernandes tritt an und er lupft ihn und er geht nicht rein. Fernandes macht ihn nicht rein. Elfmeter verschenkt. Eieiei, den hätte er besser machen müssen. Da kriegt er wahrscheinlich auch von Solskjaer einen Rüffel dann in der Halbzeitpause. Das wäre nämlich die sichere Führung gewesen. Währenddessen greift Newcastle mit Almiron an. Kommt er durch gegen Shaw? Nein, kommt er nicht. Shaw hat zu viel Erfahrung und saved erstmal diesen Angriff. Matic, Fernandes. Ja, und das dauert ein bisschen lang. Wir gehen mal wieder rüber zu Sheffield. Da steht es ja schon 1-0. Ja, und zwar für die Gäste. Aber Sheffield kommt. Sheffield mit Stevens. Der flankt und das McGoldrick. Super Parade und nochmal super Chance. Was für eine Riesenchance für die Heimmannschaft, für Sheffield United. Aber die zweite Aktion war wohl abseits. Riesenchance, aber er hier, Areola, hat viel bei Paris gelernt. Kam ja von Paris Saint-Germain und hat hier das 1-0 erstmal gesichert für die Gäste aus Fulham. Brian, könnte man vielleicht ein bisschen rennen? Ne, ist schon wieder dicht. Onoma, der Torschütze. Mitrovic. Reed. Ja, gleich haben wir Halbzeit. Passiert da noch was? Fulham will erst einmal ruhig runterspielen. Gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Tor in Leicester. Oh, jetzt gehen wir rüber. Wer hat getroffen? Aber gucken wir erstmal. Abseits, okay. Wir gehen rüber. Da ist das 1-0 in der Nachspielzeit. Der erste Halbzeit macht Vardy hier. Tor in Newcastle. Ja, wir kommen gleich. Vardy bringt hier sein Team nach vorne in die Führung zur Halbzeit. Da sehen wir es. Super, passt in die Schnittstelle. Und dann ein bisschen Glück. Zweiter Versuch, dann in die rechte Ecke. Da kann Martinez nicht mehr klären. Und Vardy also hier mit diesem 1-0 gegen Aston Villa. Wir haben noch ein Tor in Newcastle. Hat jetzt Manchester United vielleicht seinen Führungstreffer doch erzielt, ohne Elfmeter. Wir gucken, wir gehen rüber und sind gespannt. Da ist das 1-0. Martial macht es auch in der Nachspielzeit wie bei Leicester. Vardy in der Nachspielzeit hier. So ist es passiert. Pass von Martial, dann ist da Rashford und dann Martial wieder zurück. Super Doppelpass auf engstem Raum. Martial schiebt trocken ein. Ohne Chance für den Torwart. Zum 1-0. Wir bleiben jetzt auch hier. Die anderen Spiele sind eigentlich vorbei. Das ist jetzt auch vorbei. Wir gehen in die Halbzeitpause. Alle Statistiken gucken wir uns mal an. Und dann noch ein bisschen Preview, was die nächsten Tage so ansteht. Die nächsten Stunden hier an diesem Spieltag. Und dann sind wir wieder zurück in der Konferenz. Bis gleich. Manchester City führt verdient. Newcastle kriegt da nichts hin. Burnley führt auch viel zu klar. West Bromwich hat Probleme. Ein Problem, Überraschung. Mit einem Angriff, ein Tor, super Aktion. Leicester City durch Vardy mal wieder in Führung. 67% Ballbesitz. Und Chelsea 0-0, 70% Ballbesitz. Und sie haben immer noch kein Tor. Das sind die Zwischenstände in der Halbzeit. Also wenig Tore gefallen, 2 Stück hier bei Leicester und Newcastle, außerdem noch bei Burnley und Fulham. Und das kommt morgen ab 12 Uhr, die Bayern gegen Bielefeld. So, zweite Halbzeit läuft und wir sind hier. In Chelsea, wo Southampton gerade versucht nach vorne zu kommen, aber sie schaffen es nicht. Rechte Seite. Oh, super, auf Ings. Wenn er den kriegt, kriegt er. Sehr gut. Zuma, was macht er? Er holt einen Einwurf Southampton raus.
Abseits, Ings. Das war ein bisschen blöd gemacht. Aber. Wo war denn der Abseits? Ah, doch, okay. Ja, da war Abseits. War der Linienrichter fett. Vor dem Bild. So. Was kann Chelsea machen mit diesen 70% aus der ersten Halbzeit? Sie müssen mal langsam hier zu Torchancen kommen. Aber Southampton steht sehr gut hinten drin. Lucas Cheek, Jorginho, Werner, von ihm überhaupt nichts zu sehen. Kanté, Lucas Cheek, da ist wieder Werner. Auf Havertz, was machen sie jetzt? Havertz, Werner, Werner müsste schießen, warum schießt er nicht? Das wäre vielleicht mal eine Chance gewesen. Leicester City gegen Aston Villa, immer noch 1-0 durch das Tor von Vardy. Und Leicester City spielt jetzt von rechts nach links in den blauen Trikots immer noch. Und sie haben jetzt einen Wurf durch. Barnes. So, Yunchu. Der ja im Sommertransferfenster richtig hoch und heiß begehrt war. Keiner hat ihn bekommen. Tut auch gut dieser Mannschaft von Leicester, dass sie so jemanden halten können. Dann sind sie nämlich stabiler. Abseits von Grealish. Und zwar klar, das sieht man hier. Ganz klare Angelegenheit. Ja, in der zweiten Halbzeit ist noch nicht wirklich viel los. Noch nicht wirklich viel Tore gefallen. Vielleicht passiert hier mal was noch. 10 Minuten sind wir ja schon wieder drin. Vardy, da ist ein Didi. Madison. Barnes, ja. Könnt auch mal selber schießen. Vardy wieder. Ah, der wird sofort gedoppelt. Sofort. Und dann holen sie sich den Ball. Und Leicester verliert so den Ball. Da geht es aus. Wir gehen auch. Und zwar nach Newcastle. Da ist ja auch schon ein Tor gefallen. Newcastle liegt zurück. Das ist richtig. Aber sie greifen an. Aber Wan-Bissaka ganz, ganz cool gelöst, dieses Problem hier. Diese Flanke. Wan-Bissaka. James, Fernandes, Bissaka, James. Ja, sie spielen gut. Jetzt mal wieder nach vorne. Komm, jetzt. Martial, James. James ist durch. Fast dachte ich. Aber ist nicht durch. Und die Hintermannschaft von Newcastle, ich glaube Hector war es, die konnten es lernen. Fernandes. Lewis. Shelby. Aber James holt es wieder. Pogba. Martial, Fehlpass und wir passen auch. Und zwar kein Fehlpass. Wir gehen nach Sheffield. Da ist auch schon ein Tor gefallen für Fulham. Das ist richtig. Und Fulham hat keine Angst. Stellt sich nicht hinten rein. Sie machen weiter Pressing. Und das ist gut für ihr Spiel. Somit muss nämlich Sheffield hinten bleiben. Aber jetzt greifen sie an. Und so. Super Parade von Areola. Zum zweiten Mal in diesem Spiel hat er sein Team vor dem Unentschieden, vor dem Ausgleich gerettet. Hier. Da war Hand, wie es aussieht, noch dabei. Der VAR hat es noch nicht gesehen. Es geht eine Ecke. 67 Minuten sind gespielt. Und Ecke. Erstmal ein Wechsel noch. Gebano geht runter. Dafür kommt Norgaard in die Partie rein. Bei den Gästen aus Fulham. Und jetzt kommt die Ecke. 6-0 Ecken für Sheffield United. Fleck, da kommt. Nicht das. Das sah ziemlich gefährlich aus. Da ist Hector. Hector, was macht er? Hector schießt ihn erstmal nach vorne. Wir gehen nach Chelsea. Da kommt Ward-Prowse. Wir kommen genau richtig. 1-0 für Southampton. Chelseas Abwehr ist geschlagen. Kepa genauso. Das darf doch nicht wahr sein. Ward-Prowse macht hier die Überraschung. Vielleicht perfekt. Es steht 1-0 für die Gäste. Und da sehen wir nochmal. Da hat er plötzlich Platz und macht hier das 1-0. Ah, die Kameras haben gerade Probleme hier, das aufzufangen. Es ruckelt ein bisschen. Und James Ward-Prowse macht hier also in der 71. Minute das Überraschungstor schlechthin.
Chelsea hat immer noch so viel Ballbesitz und sie kriegen es immer noch nicht hin. Aber vielleicht sind sie jetzt mal wachgerüttelt und kommen. Kanté hat Platz, weiß aber nicht wohin damit. Das macht Southampton praktisch und gut. Werner verliert den Ball, Ward-Prowse holt sich ihn wieder. Ings, Pfiffe werden auch schon langsam lauter. Also könnte es hier noch ganz spannend werden. Wir wechseln nochmal das Stadion. Wir gehen. Wohin gehen wir denn? Ja, ich höre Sheffield gehen wir. Sheffield United, bitte. Da steht es immer noch 1-0 für den Aufsteiger, für Fulham. Noch 15 Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. Und Sheffield kommt nicht wirklich vorne rein bei sich. Norwood. Berge. Berge könnte jetzt mal was machen. Ist im 16er drin. Berge. Super gemacht. Und er schießt nicht oder zu spät. Holt nur eine Ecke raus. Das wäre vielleicht eine Chance zum Ausgleich gewesen. So aber erstmal nicht. Fleck. Bringt ihn rein, den Ball. Ah, es gibt auch nochmal einen Wechsel. McBurney kommt für Lemusit. Da ist er, Lemusit. Und jetzt Fleck. Fleck bringt den Ball rein. Da ist das Tor! Da ist es! Das 1:1 für Sheffield United. 80. Minute. Nach dieser Ecke macht ihn Egan rein. Was für ein schöner Kopfball. Und das Stadion flippt aus. Endlich sind sie mal nach vorne gekommen. Und dann rappelt es auch gleich. Fulham war nicht sortiert, wie man hier sehen kann. Er ist frei gewesen. Und dann keine Chance für Areola. Der ist einfach zu wuchtig gewesen. Zu hoch, zu schnell. Keine Chance. Und somit haben wir hier also den Ausgleich und es wird nochmal spannend, die letzten 10 Minuten. Wo es auch spannend ist, ist in Bromwich. Da gehen wir mal hin, würde ich sagen. Während wir hier ihn nochmal sehen. Also, 10 Minuten hier Spannung, 10 Minuten in West Bromwich Spannung. Wir gehen hin. Ein Wechsel hier in der 81. Minute. Barnes raus, dafür Rodriguez rein. Und Burnley führt immer noch 1:0. McNeil. Taylor. Taylor kann sich durchsetzen. Nein, kann er nicht. Und Pereira hat ihn jetzt den Ball. Es geht wieder in eine Richtung. Also West Bromwich will hier noch den Ausgleich. Kriegen sie ihn noch. Augustin. Das Livermore. Ja. Diangana. Ah, sie, jetzt kommen sie mal durch. Pereira, jetzt hat er mal Platz. Was macht er? Er müsste flanken. Pereira, was war denn das für eine Flanke? Die bringt ja mal gar nichts. Und da hier erstmal auch nichts mehr passiert, gehen wir nochmal nach Chelsea. Wo sie zurückliegen, die Londoner. Ja, und Chelsea versucht alles. Lovicic, schön auf Werner, Kanté und jetzt kommt Mount, aber der ist wieder zu weit. Das darf doch nicht wahr sein. Verliert hier Chelsea etwa gegen Southampton. Es gibt noch einen Wechsel. Mount geht runter, dafür kommt Hudson-Odoi, der ja schon wieder in dieser Transferperiode bei den Bayern eigentlich war. Für die letzten Minuten dieser Partie kommt er rein und soll vielleicht hier noch was richten. Hudson-Odoi, ich hätte ihn vielleicht schon zur Halbzeit gebracht, aber das ist eine andere Sache. Und da ist super Pass auf Bertrand. Tor in Bromwich. Ja, der Ausgleich vielleicht. Wir kommen. Ja, wir gehen rüber. Da ist das 2:0. Gudmundsen hat es gemacht. Burnley gewinnt hier. Also es steht 2:0 in der Nachspielzeit für die Gäste West Bromwich. Die Fans, die pfeifen natürlich. Das darf doch nicht wahr sein. Und so ist es passiert.
Schöne Flanke und dann ist er frei. Das lässt er sich nicht nehmen. Torwart ohne Chance. Und schon steht's hier. 2:0. Gudmundsen macht hier also das Tor. Und wenn nicht irgendwo noch was passiert, bleiben wir auch erstmal hier. Denn in ein paar Partien ist schon abgepfiffen worden. Ich glaube, Chelsea läuft noch. Nee, ich höre, Chelsea läuft auch nicht mehr. Also, Chelsea hat auch verloren. Wir gehen jetzt nochmal alles durch. Haben die Eindrücke hier noch. 2:0 gewinnt also der Gast hier aus Burnley. Pfiffe ohne Ende. Wir hören die Fans. Sind überhaupt nicht zufrieden mit dieser Leistung gewesen in ihrer Partie. Das wird sich natürlich auch gleich in den Statistiken widerspiegeln. Und da haben wir nochmal die Torschützen. Burnley hat komplett zufrieden und zu Recht gewonnen. 8:0 Schüsse aufs Tor. Chelsea verliert unverdient mit 1:0 gegen Southampton. Verrückte Sache. 6:1 Schüsse aufs Tor, 1:1 Tore nur am Ende. Fulham holt einen Punkt bei Sheffield. Manchester United wird ihrer Favoritenrolle gerecht, gewinnen allerdings nur 1:0, obwohl sie 5:0 Schüsse aufs Tor hatten. Leicester City gewinnt 1:0 gegen Aston Villa. Aston Villa konnte seine starke Leistung nicht mehr wiederholen, die sie gegen Liverpool hatten. Das sind die Endergebnisse. Also wir haben hier auf diesem Platz Southampton, Leicester City und Manchester United als Sieger. Außerdem haben wir noch Burnley als Sieger. Und das war die Preview hier vom 5. Spieltag aus der Premier League. Die Konferenz war ein bisschen was los. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, ein Kanalabo noch. Dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.